Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir werden dieses Video zusammen unsere Einweihungsfeier vorbereiten, denn wir machen eine Motto-Party, und zwar 80s. Ich bin schon gespannt, wie ihr das findet und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zusehen. Als allererstes habe ich die Bar sortiert, alles erstmal rausgeräumt und dann die Sachen alle abgestaubt und versucht, das irgendwie thematisch zu ordnen. Es ist ja vielleicht nicht ganz perfekt geworden, aber ich denke, es reicht auf jeden Fall erstmal für einen Überblick und dass wir bei der Party dann auch, wenn jemand nach irgendwas fragt, das auch direkt rausholen können. Abends die Kassetten angemalt. Ich habe uns einfach so ganz einfache Kassetten halt bestellt und die dann mit so Pastellfarben angemalt. Und ich finde, das sieht so cool aus. Ich musste zwar ein paar Mal drüber gehen, aber es hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Tische geliehen für draußen und da habe ich jetzt unten versucht, dieses Tesafilm, was da irgendwie dran war, abzumachen, weil sich da drin voll viel Dreck gefangen hat und das sah dann so üsselig aus. Und genau, das habe ich halt alles abgepiddelt und die Tische dann einmal abgeduscht. Hallo ihr Lieben, ich glaube, ich melde mich das erste Mal jetzt richtig zu Wort. Ich bringe jetzt die Spenden weg und Pfand, dann fahre ich nochmal zum Edeka, wollte nochmal Tonic holen und vielleicht noch eine Cola oder so, mal gucken. Ich versuche gerade hier irgendwie nebenbei die Spenden schon mal in den Flur zu packen, dann bringe ich das alles ins Auto und ja, fahre dann einkaufen, hoffe ich brauche nicht ganz so lang, weil ich wollte auf jeden Fall später noch duschen und mich fertig machen. Oh, das ist gar nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Und ja, wollte ich noch irgendwas erzählen? Ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube, ich habe jetzt alles und fahre erstmal los. Das sind übrigens die Spenden. Also hier ist alles drin, was wir hier spenden wollen. Die Tasche auch. Und dafür war unser Pfand. Jetzt ziehe ich meine Schuhe an. Ich habe übrigens hier einfach so einen Jogginganzug an. Das ist mir so ehrlich gesagt egal, wie ich aussehe. Ich mache mich ja später eh noch fertig, deswegen finde ich das jetzt nicht ganz so schlimm. Und genau, also lass mal los. Ich habe gerade gedacht, irgendwie muss das total weird aussehen für die Leute und auch für die Nachbarn, weil ich jetzt gerade mit Jogginganzug und so einer riesen Reisetasche hier rumgelaufen bin zum Auto. Wahrscheinlich denken die Leute, dass ich verreise. Auch die Nachbarn denken so, hä, warum haben die zur Party heute eingeladen? Und jetzt verreist die einfach. Ja. Okay, boah, das war voll anstrengend. Und es ist so kalt draußen. Aber ich fahr jetzt los. Ich hätte noch vergessen, ich wollte noch einen Kasten Bier holen. Weil wir haben jetzt 8 Kästen, aber wir haben irgendwie ein bisschen Angst, dass es zu wenig ist, weil doch relativ viele Leute kommen. Boah, ich habe voll den Tatregen, sorry. Und ja, deswegen holen wir jetzt zur Sicherheit noch einen. Ja, boah, das war so anstrengend. Ich fahr jetzt los. Ich bin jetzt beim Edeka angekommen und hoffe, dass ich jetzt an alles denke. Die Spenden habe ich erfolgreich abgegeben. Und es hat auch alles gut geklappt mit dem Fahren. Es war gar nicht so voll, aber der Edeka-Parkplatz ist ultra voll. Und wir haben jetzt letztens mal drüber nachgedacht, wenn man so random an Wochentagen frei hat. Also heute ist ja Freitag und ich bin ja Freitag normalerweise arbeiten, aber dieser Parkplatz ist rappelvoll. Und dann frage ich mich immer, was machen diese anderen Menschen? Also als was gehen die arbeiten, dass sie freitags um 12 Uhr jetzt alle einkaufen gehen können? Das ist sich irgendwie abgefahren. Ich weiß nicht, ob nur wir diese Gedanken haben oder ob das
Also ob das euch auch mal durch den Kopf gegangen ist. Aber ich frage mich immer, es können doch jetzt nicht alle frei haben, oder? Also das ist auch an anderen Tagen, also auch an einem Mittwoch oder Donnerstag oder so, dass es dann ultra voll ist, wenn man dann frei hat und mal irgendwas macht. Und dann frage ich mich immer, was machen die ganzen Leute? Letztens sind wir ja montags um 10 oder 11 Uhr nach Holland gefahren. Und es war so unfassbar voll und ich habe mich gefragt, was tun diese Leute? Haben die jetzt auch alle frei und wollen zum Ikea nach Holland? Das ist doch irgendwie weird, oder? Ja, auf jeden Fall gehe ich jetzt mal rein. Okay, ich glaube, ich war erfolgreich. Mir ist jetzt zumindest noch nichts eingefallen, was ich vergessen haben könnte. Ich habe an, also ich glaube, ihr habt es ja gerade im Einkaufswagen auch ein bisschen gesehen, an Tonic gedacht, an die Cola gedacht, an den Kasten gedacht, dann noch ein bisschen Kleinkram geholt und ich habe so an die Brötchen gedacht. Ich bin ganz stolz auf mich, weil ich wollte noch Brötchen beschmieren, so als kleiner Snack zwischendurch. Und ja, das krümelt dann nicht so rum. Die hatten leider keine normalen Brötchen mehr. Mix aus allen Brötchen, die es da gab. Ich hatte auf jeden Fall eine richtig weirde Kassiererin. Die sieht mich kaum, ne? Okay, so ist auch nicht viel besser. Eine richtig weirde Kassiererin, weil die, also zu mir war die ultra nett und zu ihren Kollegen war die voll das Biest. Also die war so ultra nett und meinte, ja, gar kein Problem, stellen was zusammennehmen, hier welche aus dem Angebot und so. Und dann wollte die das in die Kasse eintippen und dann wollte ihre Kollegin ihr irgendwas sagen. Und sie so, Ruhe jetzt! Und dann, ich kann das nicht rechnen. Und ich dachte so, okay, also vielleicht ist das so ihre Art, dass sie so ein bisschen gröber ist. Aber irgendwie fand ich das so ein bisschen daneben irgendwie, weiß ich nicht. Ich fühle mich dann voll unwohl, wenn die dann zu mir dann so voll nett sind und zu ihren Kollegen voll das Biest. Naja. Aber ich glaube, wenn sie zu mir gemein gewesen wäre, dann hätte ich geheult. Deswegen war es vielleicht besser so. Ja, ich fahre jetzt nach Hause und versuche das irgendwie hochzutragen und dann gucke ich weiter. Ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht, was ich als nächstes mache. Ich muss noch voll fühlen. Armin hat sich von der Arbeit ein Pavillon geliehen und wir dachten irgendwie, das passt, aber leider passt es dann doch nicht und wir mussten einfach alles wieder abbauen. Richtig blöd, ich war da doch so unfassbar frustriert. Danke, dass ihr das Video so lange angesehen habt. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und schreibt ein liebes Kommentar und lasst ein Abo da. Und sorry, dass ich euch nicht so viele Einblicke von der Party zeigen konnte. Natürlich sind da super viele Freunde auf den Aufnahmen drauf und ich kann jetzt wirklich nicht jeden Einzelnen fragen, ob das in Ordnung ist. Deswegen lasse ich das lieber aus dem Video raus. Nächstes Video wird auf jeden Fall ein Clean with Me sein, denn wir werden nach der Party hier ganz, ganz dringend aufräumen müssen. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Schreibt mir unbedingt, wie ihr die Deko fandet und bis dann!